Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Ich möchte lesen einen Vers aus 1. Korinther 2, Vers 14. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und wenn es etwas gibt, was für mein natürliches Verständnis völlig unfassbar ist, dann ist es Golgatha. Golgatha ist das Geschehen, was dort passierte, das ist so weit weg von meinem menschlichen Logik oder Auffassungsvermögen. Ich kann es nicht fassen. Was ist da passiert? Wie ist das möglich? Wie geht das? Und dann lese ich Apostelgeschichte 4, Vers 27. Denn in dieser Stadt versammelten sich wider deinen heiligen Knecht Jesus sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit der Nation und den Völkern Israel. Alle versammeln sich gegen meinen geliebten Sohn. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Die Vorherbestimmung des Allerhöchsten. Da war nicht ein Schlag, nicht eine Gemeinheit, die nicht aus der Hand des Vaters vermittelt wurde. Und das wieder zu verstehen, dass es möglich ist. Ich hätte dann lieber aufgeschrien, hätte gesagt, einen Backenstreich, eine Ohrfeige. Wenn ihr meinem geliebten Jesus eine Ohrfeige gebt, dann ist fertig, dann ist aus. Hier ist der Schlussstrich, hier hört ihr auf, hier geht es nicht mehr weiter. So wäre doch menschlich meine Einstellung. Aber wir wissen, es geht weiter und es geht weiter. Und wie ist das möglich? Was kann ich da sehen? Es ist das schlimmste Verbrechen, was je auf dieser Erde geschehen ist, an dem unschuldigsten Gottessohn. Das ist mit Worten nie zu beschreiben. Aber gleichzeitig, und jetzt kommt das, was ich menschlich nie verstehen kann, ist es die Offenbarung der größten Liebe, die man sich auch wieder gar nicht vorstellen kann. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und hier lässt Jesus sein Leben für uns, da wir noch Feinde waren. Und so wird aus dem eigentlich größten Verbrechen, es wird die glorreichste, die enormste Liebestat. Aber wie ist das möglich? Wie geht das? Und dann sehe ich, da musste ein Zwischenspiel, da musste etwas geschehen, nämlich die Verbindung, die Interaktion zwischen Mensch Gott und Gott Vater. Und das ist auch wieder in meinem Leben genau das Gleiche. Ich muss zusammenarbeiten mit seinem Geist und dann geschehen Dinge, die gehen mir über mein Verstehen. Und da sehe ich, die Liebe von Jesus musste von seiner Seite, von ihm als Mensch, unbedingt das erfüllen, was Philemon 1, Vers 14 sagt, wo es heißt, und das ist ein Grundprinzip der Liebe, ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, auf dass deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Gott Vater hätte seinen Sohn niemals zwingen können, wenn der Sohn von seiner Seite nicht willig geworden wäre. Wenn er sich nicht eingefügt hätte, die Zahnräder mussten zusammengreifen, der Mensch von seiner Seite, er muss etwas dazu tun und Gott Vater, er hilft dem Menschen. Und dann spricht Jesus, um diese beiden Zahnräder zusammenzubringen, um das zu einem Erfolg zu bringen, hat er selber das tiefgreifendste Problem, wo er sagt in Matthäus 26, 38, dann spricht er zu ihnen, zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode. Ich bin betrübt, ich bin so zutiefst bewegt von Trauer, von Verzweiflung, von allem, was meine menschliche Natur vor diesem großen, für ihn als Menschen unlösbaren Problem entgegenkommt, wo er genau weiß, hier kommt Schreckliches.
Und er sagt in Lukas 22, 44, und als er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Hab ich ein Verständnis? Wie viel Prozent verstehe ich, was hier passiert? Was passiert hier? Was geschieht hier? Hier muss die Liebe eines Gottmenschen resonanzfähig werden. Und es kostet ihm Blutschweiß. Das ist so schwer für ihn. Es fehlen menschliche Worte, um das je zu begreifen. Aber kann es mir vielleicht der Heilige Geist in mein Herz prägen? Dieses Opfer war so gewaltig. Und dann redet aber Jesus zuvor über seine Kreuzigung. Er redet etwas, wo ich wieder nur staunen kann. Er sagt, dieses redet Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Und er redet weiter in Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Soweit kann ich noch folgen. Jesus hat alles getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Ja, er hat es soweit alles vollbracht. Aber nun steht er da und er hat eine Bitte an den Vater und er sagt es im 5. Vers. Und jetzt fragt er, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und jetzt habe ich viele Fragen. Meine erste Frage ist, Herr, mein Gott, wie kannst du dieses Wort Herrlichkeit gebrauchen für deine Hinrichtung? Wie kannst du dieses Wort in Verbindung bringen mit dem größten Schrecken, den du dir nur vorstellen konntest, wo du selber mit Blutschweiß davor gezittert hast und gebebt? Wie kannst du das Wort Herrlichkeit verwenden? Wo ist da irgendeine Herrlichkeit? Was mache ich? Was mache ich eigentlich in meinem Leben mit meinen Schwierigkeiten? Habe ich irgendeinen Gedanken an eine Herrlichkeit bei meinen Problemen? Oh nein, das finde ich, wo finde ich das? Er sagt, da ist eine Herrlichkeit und es ist eine Herrlichkeit der Liebe. Der Liebe, die glaubt, dass ich es schaffen kann, dass ich an einem Kreuz verbluten kann. Mit was? Mit meiner Fähigkeit. Ich habe alles getan, was du gefordert hast. Ich habe dich verherrlicht mein ganzes Leben lang. Ich bin nie abgewichen, habe nie gesündigt. War ich das? Bin ich der Fähige? Nein. Ich hab's gemacht durch deine Herrlichkeit. Und nun, wo ich als von mir selber, ich weiß, was ich zuvor getan hatte. Es warst du in mir, Vater, aber jetzt brauche ich noch mal mehr dich in mir. Ich brauche nämlich deine Herrlichkeit, um durch mein Golgatha hindurchzukommen, weil ohne dich schaffe ich das nicht. Und dann frage ich mich wieder auf mein Leben bezogen. Ist es nicht die Parallelität auch so, dass ich sehe, Gottes Anforderung auf der einen Seite, ich will sie gerne erfüllen, aber ich weiß, mein zu kurz kommen. Aber ich weiß auch diese Vergebungsgnade Jesu und dass es möglich ist für mich als Mensch, dass da Herrlichkeit in mein Erdenleben kommt. Und dann sehe ich auch Probleme auf meinem Lebensweg, wo es mir schwerfällt, das zu akzeptieren oder dann doch gehorsam zu sein dem Herrn, mich zu unterwerfen unter seine allmächtige Hand, der doch alles vorherbestimmt in meinem Leben. Und so schwer es für mich ist, muss ich mich selber abfragen und mir sagen, sehe ich Herrlichkeit? Sehe ich die Herrlichkeit deiner Liebe in meinen Problemen auch? Und auch gerade dann, wenn sie nicht gelöst werden, wenn ich nicht mein Wunder bekomme, was ich so gerne bräuchte für mein Erdenleben, dass sich meine ganzen Schwierigkeiten auflösen mögen. Wenn ich es nicht bekomme
Und wenn ich da stehe, begreife ich dann, dass ich auch ohne Lösung trotzdem sage, deine Liebe allein, Herr mein Gott, das ist Herrlichkeit. Das ist eine Herrlichkeit, die mich so tief befriedigt, dass ich nichts anderes brauche als dich und dich allein. Deine Person, deine Liebe, egal ob du mir hilfst oder nicht, egal ob du mein Leben so oder so gestaltest wie ein Golgatha gestaltet, egal, ich liebe dich und das bin aber wieder nicht meine Fähigkeit, nicht weil ich es könnte, sondern weil dein Geist, Vater, deine Herrlichkeit in mir eine Widerspiegelung deiner selbst bringt. Und ich danke dem Herrn, dass er vorausgegangen ist mit seinem Leiden, vorausgegangen ist, dass all mein kleines bisschen Leiden hier auf der Erde Nichtigkeit ist, aber eine Vorschattung von Herrlichkeit. Herrlichkeit, Vater, verherrliche bitte deinen Namen in meinem Leben. Das ist alles, was ich möchte. Das ist das Ziel. Und dann zu sagen, Herr, wenn dann die Entrückung kommt, unerwartet, plötzlich, dann ist sie da. Und dann, wenn ich dabei bin, dann werde ich verherrlicht. Und das ist meine Hoffnung. Ja, dann hat sich alles gelohnt. Ja, dann ist alles Herrlichkeit.